Herzlich willkommen hier zur Andacht aus der Sonnhalde. Schön, dass Sie mit dabei sind hier in der Sonnhalde im Krankenhaus oder später auch auf YouTube oder jetzt sogar live auf YouTube. Herzlich willkommen zu dieser Andacht, zu diesem Termin mit Gott, den wir jetzt gemeinsam haben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Du meine Seele singe. Dieses Lied wollen wir nun miteinander singen. Ich lade herzlich ein, mitzusingen. Du meine Seele singe. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein Gebet. In deine Hände lege ich meine unruhigen Gedanken, meine wirren Gefühle, mein Leben. In deinen Schoß lege ich meinen müden Kopf, die Früchte meines Tuns, meine Sorgen. Unter deinen Mantel lege ich meinen schutzlosen Leib, meine verwundete Seele, meinen angefochtenen Geist. In deine Hände lege ich meine Freunde, meine Feinde, mein Leben. Amen. Wir wollen miteinander Psalm 23 beten, dem Psalm vom guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Wir hören und wir singen als nächstes, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Herr, dein Wort, die edle Gabe.
Sie haben letzte Woche hier gehört in der Sonnhall der Andacht vom Mehl und vom Öl beim Propheten Elia. Elia besucht diese Witwe in Zarpat, bekommt diesen Ruf Gottes, besucht diese Witwe und bei der Ärmsten der Armen, da werde ich dich versorgen. Wie durch ein Wunder versorgt Gott diese Witwe, ihren Sohn und den Elia. Das Mehl im Topf, es geht nicht aus und dieses Öl im Krug, dieses Öl, diese Tropfen, sie werden nicht leerer. Und so eine ganze Zeit lang werden diese drei dort in dieser Hausgemeinschaft versorgt. Das Öl, es geht nicht aus. Ich habe weiter darüber nachgedacht, über diese Geschichte und auch über die Bedeutung von Öl in der Bibel. Und wir sehen hier ein Bild, Öl in der Bibel. Ein Bild, auf dem dieser Olivenbaum zu sehen ist, ja ein prächtiger Anblick. Solch ein Olivenbaum, ein Ölbaum und ein alter Krug ist hier auch zu sehen. Er wurde in diesem Fall bei Zürich gefunden, ein römischer Krug, und darin war dieses kostbare Öl gelagert. Öl in der Bibel. Ja, Gold. Gold ist wertvoll, das wissen wir. Silber ist auch wertvoll, aber Öl, heutzutage können wir uns das kaum vorstellen, wie kostbar solches Öl ist. Vor allem in der Küche beim Kochen benutzen wir ja Öl, Distelöl, Sonnenöl oder auch eben dieses Olivenöl. Mit was vom Öl kochen Sie oder haben Sie gerne früher gekocht? Heute kostet so eine Flasche vielleicht 1,50, ein Heizliter Öl oder 100 Liter kosten gerade 68 Euro. 68 Euro für 100 Liter. Was meinen Sie, ist das viel? Ist das wenig? Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war es deutlich über 100 Euro, aber Sie können sich noch an Zeiten erinnern, da war es natürlich deutlich unter 68 Euro. Gold und Silber, das ist wertvoll, aber Öl, auch Öl ist in der Bibel ein sehr wertvolles Produkt. Und ein Produkt, das aus solch einem Olivenbaum hervorstammt. Und wir sehen jetzt mal einen ganz alten Olivenbaum. Es ist eigentlich der älteste Olivenbaum, soweit man weiß. Und dieser steht auf der Insel Kreta. Was meinen Sie, wie alt ist dieser Baum? Tatsächlich, er ist über 3000 Jahre alt. Auch in Israel gibt es solche Bäume. Gerade auch in Jericho, in dieser ganz alten Stadt, Bäume, die über 3000 Jahre alt sind. Dieser Olivenbaum, er hat dann diese Früchte, diese Blüten, und hier sehen wir ein Bild von diesen Blüten an solch einem Baum. Und diese Blüten, sie produzieren nach und nach dann diese Oliven. Durch Wurzelschößlinge werden dann auch weiter diese Bäume vermehrt und so wächst solch ein Olivenbaum langsam auf und geht langsam in die Höhe. Und hier jetzt diese Oliven am Zweig, Oliven an den Zweigen von diesem Ölbaum, und vielleicht denken Sie mit mir nach, auch über die Geschichte, wo solch ein Ölzweig ganz wichtig ist, ein Zweig von einem Ölbaum, und zwar in der Arche Noah. Die Arche Noah dann schließlich doch gestrandet, der Zerstörung nochmal davon gekommen, aber sie müssen lange ausharren, bis es endgültig Frieden ist, Frieden in der Natur, bis es endgültig wieder rausgehen kann, und der Vogel als Hoffnungszeichen, er bringt solche einen Ölzweig, und die Besatzung der Arche, sie wissen nun, ja, es kann weitergehen wieder. Das Öl, es kommt in der Bibel an ganz verschiedenen Stellen vor, ich will es mal mit Ihnen durchgehen. Zum Beispiel wird Öl gebraucht zum Weihen von bestimmten Gegenständen. Früh am Morgen stand Jakob auf, heißt es, den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, stellte er sein Steinmal auf und goss Öl darüber
um diesen besonderen Stein zu weihen. Oder als Brennstoff wird es auch schon in der Bibel verwandt, dieses Öl. Der Herr sagte zu Mose, die Israeliten sollen dir reines Öl aus gepressten Oliven geben, damit es stets für die Lampe im Heiligtum zur Verfügung steht. Dieses Öl, dieses gepresste Olivenöl als Brennstoff. Zum Salben des Königs wird dieses Öl verwandt. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn, über David, und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Samuel aber kehrte nach Rama zurück. Sie erinnern sich diese Geschichte, in der Gott dann sagt, der Mensch, er sieht, was vor Augen ist, aber ich sehe das Herz an. Und so waren jetzt die größeren Brüder gar nicht geeignet, aber dieser David, er war hier geeignet zum König. Und dann als kostbares Geschenk, dann schenkte die Königin von Saba Salomo dem König 120 Zentner Gold, eine Menge duftender Öle, viele Edelsteine. Nie wieder gelangte so viel kostbares Öl nach Jerusalem wie damals. Für Schönheit, da hat die Bibel auch einen Sinn für Schönheit wird Öl gebraucht. Der Wein macht ihn froh, das Öl macht ihn schön, das Brot macht ihn stark. Wunderbares Wort hier, der Wein macht ihn froh, das Öl macht ihn schön, das Brot macht ihn stark. Vielleicht können wir es einmal wiederholen, wenn Sie Lust haben. Der Wein macht ihn froh. Das Öl macht ihn schön, das Brot macht ihn stark. Und dann hat ein Ort, ein bestimmter Ort, auch den Namen dieses Öl. Dann ging Jesus auf den Ölberg, heißt es, und setzte sich dort nieder. Nur seine Jünger waren bei ihm. Sie traten zu ihm und fragten ihn, sag uns, wann wird das geschehen und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst und das Ende der Welt da ist? Eine entscheidende Frage wird hier gestellt auf diesem Berg, der tatsächlich Ölberg heißt, ein hoher Berg bei Jerusalem, der verschiedene Olivenbäume auf sich hatte und wo viel Öl auch hergekommen ist. Und dann als Teil dieses bekannten Gleichnisses, die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Die 10 Jungfrauen und 5 davon haben noch Proviant, Ölproviant mit eingesteckt, damit sie für alles vorbereitet waren. Wir sehen jetzt mal das nächste Bild, wie solche Oliven geschlagen werden vom Baum. Und dort steht also oben einer und unten sammelt einer dieser Oliven, die heruntergeschlagen werden, auf. Das wichtigste Produkt von solch einem Olivenbaum ist tatsächlich diese Olive, weil aus dieser Olive lässt sie so viel machen und herstellen. Die Reife der Früchte, sie setzt etwa im Juni ein. Im September bildet sich der Ölgehalt dieser Oliven und im Oktober, dann werden diese Oliven so heruntergeschlagen. Die bereits abgefallenen Früchte sammelt man dann ein und die heruntergeschlagenen und die noch am Baum befindlichen, sie klopft man vollends herunter, um sie dann zu Öl weiter zu verarbeiten. Eine Verwendung von Oliven als Nahrungsmittel selber, das ist gar nicht bekannt in der Bibel. Aus einem Olivenbaum, einem Ölbaum, da wird etwa 120 Kilo Oliven geerntet und das ergibt etwa 25 Liter Öl, 25 Liter Öl. Was bei der Ernte dann liegen gelassen wird oder draufgelassen wird, was vergessen wurde, das kommt den sozial Benachteiligten zugute. Sie dürfen dann nochmal ran später und sich all das nehmen, was da noch übrig geblieben ist. In der Bibel ist sehr viel die Rede von Korn, von Wein und eben auch von Öl. Jesus Christus können wir erkennen in diesem Korn, in diesem Wein und auch im Öl. Korn und Wein, sie stehen ja für das Abendmahl. Sie verkündigen den zerbrochenen Körper von Jesus und das Blut, das er vergossen hat, um Brot herzustellen, muss das Korn gedroschen, gemahlen, zerbrochen werden, damit man Teig herstellen kann. Dann wird auch der Teig geschlagen, geknetet
und im Feuer gebacken, um dieses Brot zu erhalten. Genau das ist mit unserem Herrn Jesus Christus an diesem Kreuz geschehen. Er wurde zu unserem Brot des Lebens. Auch beim Wein geht es ganz schön zur Sache. Die Trauben werden zergepflückt und dann auch zerstampft und zerquetscht. Und auch Jesus, er wurde niedergestampft. Er wurde für uns alle zu einem neuen Wein. Und Olivenöl wird nun aus so einer Olive gewonnen. Wenn man diese Frucht fest zusammendrückt, dann kommt noch kein Öl heraus, sondern ein weißer Saft. Die Frucht selber, sie schmeckt recht bitter. Um Öl herzustellen, müssen die Frucht und der Same vom schweren Gewicht einer Olivenpresse ausgepresst werden. Und durch dieses Pressen, da verschwindet dann auch die Bitterkeit. Durch das Pressen verschwindet dann auch die Bitterkeit. Im Psalm 92 steht der Satz: Aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. Ich bin übergossen mit frischem Öl. Ja, Gott, er wünscht sich das für uns, dass wir frisches Öl haben im übertragenen Sinne. Kein Öl, das abgestanden ist oder ranzig ist. Das hebräische Wort für frisch heißt ranan und bedeutet auch grün. Olivenöl ist grün. Die Farbe grün steht für etwas Neues, für etwas Frisches. Das Öl muss also einem neuen Bund entspringen. Der alte Bund, er ist veraltet, abgestanden. Dieses Du musst und gehorche und befolge alles. Nein, Gott schenkt uns und wirbt um uns und sagt uns seine Liebe zu und sagt, dich habe ich geliebt, so wie du bist. Komm, vertrau du mir. Wenn man heute den Garten Gethsemane besucht in Israel, dann trifft man dort auf sehr alte Olivenbäume mit knorrigen Stämmen. Diese Stämme, diese Olivenbäume, sie sind ja meistens hohl, anders als die allermeisten anderen Bäume. Sie sind hohl, auch das ein Sinnbild dafür, dass wir uns füllen lassen können von der Gnade, von der Liebe Gottes, wie so ein Stamm gefüllt werden wird. In der Bibel beschreibt Gott Israel als den grünen, als den frischen Olivenbaum. Und wir sehen jetzt nochmal eine Olivenpresse hier als Bild. Eine Olivenpresse, das war jetzt eine aus Holz, eine Holzkonstruktion. Es gibt auch alte Olivenpressen, wo der Mahlstein dann drauf liegt und diese Oliven dann nochmal gemahlen werden. Und zwar nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal werden sie ausgepresst. Und das hat verschiedene Bedeutung. Die erste Pressung ergibt dann dieses native Olivenöl, was für die Lichter im jüdischen Tempel auch benutzt worden sind. Das Öl aus der zweiten Pressung wurde auch als Medizin gebraucht und das Öl aus der dritten Pressung, es wurde für Seife, für Parfüm verwendet. Im Garten Gethsemane, was letztlich auch Ölpresse bedeutet, spürte Jesus zum ersten Mal den äußeren Druck, als er diesen Garten betreten hat. Und das alles nur, damit wir im Lichte Gottes leben und heute auch in der Welt ein Licht sein können. Die zweite Pressung, sie fand statt, nachdem Jesus dann in diesem Garten gefangen genommen worden ist und weggeführt wurde. Jesus ist unsere Medizin, durch seine Wunden sind wir geheilt. Die letzte Pressung, deren Öl für die Reinigung verwendet wird, fand am Kreuz statt. Jesus, er stirbt für uns, damit wir gereinigt werden, gereinigt von aller Schuld, von aller Ungerechtigkeit. Sein Blut wäscht diese Ungerechtigkeit weg. Jesus, bevor er das alles erduldet, er leidet für uns, wird Jesus selber gesalbt, eine ungeheuerliche Geschichte, ein Raum voller Männer. Und dann kommt diese Frau mit zweifelhaftem Ruf und sie zerbricht eine teure Flasche mit Öl und salbt dann Jesus die Füße und Jesus, er zuckt nicht zurück, sondern er lässt es geschehen. Er lässt es geschehen, er lässt sich diese Wohltat geschehen als Vorbereitung für seinen Tod, als Salbung. Womit salben wir unsere Seele? Ich wünsche uns von Herzen, dass wir Gutes haben, womit wir unsere Seele salben können. Und Gott, er möge es uns schenken, dass wir immer wieder
frisch und freudig und gut dastehen bei Gott und salb, weil Gottes Gedanken gute Gedanken sind über unserem Leben. Und so salbe uns Gott mit seinem frischen Öl. Amen. Der Geist, er erfüllt das All dieses Liedes, hören wir jetzt und wollen es auch miteinander singen. So lasst uns miteinander beten. Großer, allmächtiger Gott, manchmal ist unser Hunger groß. Groß unser Hunger nach Sehnsucht, groß ist der Hunger, ist unsere Hoffnung. Groß wie der Hunger ist unser Vertrauen zu dir. Jesus Christus, du Brot des Lebens, du bist der Herr der Welt. Wir bitten dich für alle
Notleidenden bei uns und in der Ferne. Wir legen dir auch alle Betroffenen der Flutkatastrophe an dein Herz. Schau du auf unsere Verstorbenen, schau du auf unsere Trauernden. Ja, stille du in uns allen die Sehnsucht nach Leben. Schau auf uns und auf alle, die wir lieben. Jesus Christus, du Brot des Lebens, heute und alle Tage beten wir dich an. Erbarme du dich. Und so beten wir gemeinsam, wie du uns Jesus Christus gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank allen, die es ermöglicht haben. Und wir wollen nun noch ein Lied hören. Die Lieder aufgenommen aus der Martinskirche, gespielt von Martin Wessinger. Und wir hören nun das letzte Lied. Nun lasst uns Gott den Herrn. Nun lasst uns Gott den Herrn. Und danach kommt der Segen. Nächste Woche haben wir Andacht in beiderlei Gestalt, und zwar können Sie hier im Raum mitfeiern und gleichzeitig wird es weiter in bewährter Weise übertragen. Ich freue mich drauf und bin gespannt, wie alles klappt. Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet, und nun bitten wir um Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.